60 Sekunden Selbstständigkeit heute mit Armin. Armin, was machst du? Ich mache einen Kaffee auf. Cool. Wie bist du dazu gekommen oder warum willst du einen Kaffee aufmachen? Ich kam vor 11, 12 Jahren nach Deutschland. Ich habe nebenbei immer im Café gearbeitet. Irgendwann habe ich eine Friseurausbildung gemacht. Danach bin ich zur Meisterschule gegangen. Aber meinen Nebenjob habe ich immer behalten, weil ich einfach, ich liebe Kaffee, mag das Produkt, ich kenne mich aus. Und dann habe ich irgendwann so Kaffee komplett gewechselt. Und da habe ich auch irgendwann gemerkt, ich koche gerne, ich bekomme immer Komplimente. Und das hat dazu geführt, dass ich die beide zusammen verbinde. Friseurhandwerk liebe ich, mache ich vielleicht bei meinem Bruder oder Cousine. Aber ich liebe Kaffee, ich liebe Kochen. Und das versuche ich in Lüneburg als selbstständig anzufangen. Okay, das heißt also, du erfüllst den Traum von deinem eigenen Café, wo du dann auch kochst. Richtig, ja. Ich roste Kaffee selber. Ich versuche, was Design angeht, auch ein bisschen mitmachen, mit Hilfe von meinen Freunden. Ich mag Einrichtung, ich mag gutes Essen, ich mag von bis und kenne mich mit Kaffeeprodukten aus. Ich war im Januar in El Salvador auf einer Kaffeefarm durch meinen Job, habe 3 Jahre als Qualitätsmanager in einem Rohkaffeehandel in Hamburg gearbeitet. Aber jetzt befinde ich mich in einem Punkt, wo ich sage, ich möchte Kaffee machen, ich darf einen Kaffee rosten, Kaffee aufgießen, auch kochen und damit auch die Leute begeistern. Und das macht Spaß, ich bekomme so viele Komplimente und das möchte ich einfach weitermachen. Und wie war der Gründungsprozess für dich bisher? Nicht einfach. Sobald ich angefangen habe, Businessplan zu schreiben, ich habe viel Hilfe dazu gehabt, richtig viel Hilfe, dafür bin ich auch dankbar. Aber das war, wo ich gemerkt habe, okay, kochen oder Kaffeerosten an der Kaffeemaschine stehen, das reicht nicht. Und so wurde auch meine Augen aufgemacht, was man alles achten muss, damit ein Konzept richtig nach vorne geht und nicht scheitert. Und wie, was hast du für Hilfe bekommen? Zum Beispiel, ich habe immer gesagt, was ich machen möchte, wie ich es mir vorstelle, aber ich bin kein Banker oder Finanzen, ich komme nicht von Finanzen. Jemand musste die Kalkulation machen, dann haben wir was mit Design angefangen. Wenn ich einen Kaffee bei mir verkaufe, die Verpackung, das Design, die Ideen waren immer von mir, aber meine lieben Freunde haben mir geholfen, damit ich weniger Ausgaben habe. Sagen wir, wir haben versucht, mit wenig Geld viel daraus machen. Dass ein Produkt am Ende toll aussieht, dass der Laden am Ende toll aussieht, dass wir schöne Gläser, Tassen, Teller haben, Lampen, alles haben wir mit Liebe und viele Koffer haben sich zusammengestellt, um das Produkt so zu präsentieren. Also das heißt, du bist eigentlich selbstständig, aber du bist nicht alleine? Nein, ich bin nicht alleine. Ich bin als Einzelunternehmer, aber ich habe so liebe Freunde und Bekanntschaften, die mir gerne bei allem helfen. Okay. Und warum hast du die Entscheidung getroffen, dass du dich damit eigentlich selbstständig machen möchtest? Du hättest ja auch einen anderen Weg gehen können. Ja, schwierige Frage. Vielleicht hat das mit meinem Kindheit und Herkunft zu tun. Mein Vater war selbstständig. In der Familie haben wir viel selbstständig. Ich musste viel allein selber im Leben machen. Und ich wollte auch anderen Menschen helfen, zum Beispiel. Ich hatte viele Dinge im Leben selber nicht gehabt, wo ich dachte, ich möchte, dass die Leute bei mir arbeiten, gut verdienen, schöne Arbeitsatmosphäre haben und sagen wir, gutes Geld mit nach Hause nehmen und damit für deren eigene Kinder was leisten können. Und ja, das ist, vielleicht kommt das von Kindheit. Okay, alles klar. Und was bedeutet denn aber Unternehmertum für dich? Was erhoffst du dir durch die Selbstständigkeit, außer dass du jetzt quasi damit kochen und das Kaffee machen kannst? Dass ich was bewegen kann, dass ich Leute meine Erfahrungen weitergeben kann, dass man schöne Momente hat zusammen als Team, Familie, dass man auch bei Projekten mitmachen kann. Zum Beispiel, ich habe mir auch Kaffeesorten bewusst ausgesucht, wo die mit verschiedenen Projekten in Verbindung sind. Zum Beispiel, wo ich gearbeitet habe, wir haben eine Schule in Mexiko gebaut, wo wenn die Eltern auf Farm arbeiten, dass die Kinder in der Schule sind und nicht mitarbeiten. Wir haben in El Salvador ein Gesundheitsprojekt, wo die Farmer dann mit dem Geld, wo wir mehr zahlen, zum Arzt gehen kann. Oder jetzt im Mai wurde eine Überflutung in einem Dorf in Ruanda passiert. Dann haben wir die, sagen wir, Wunga
das Bunkerprojekt angefangen, womit wir dann das, die Bohnen teurer kaufen. Und Teil davon bekommen die Leute, die, sagen wir, diese Überflutung betroffen sind, wo über nach 300 Leute gestorben sind. Und wenn ich selbstständig bin, kann ich mir entscheiden, okay, kann ich mich entscheiden, dass ich die Bohnen kaufe und nicht was anderes. Ich zahle lieber gerne, aber ich weiß, wohin das Geld geht. Das macht total viel Sinn. Und jetzt bist du ja quasi in dem Gründungsmodus. Du hast auch schon gesagt, dass du Hilfe von außen bekommen hast. Aber wie gehst du mental damit um mit der Situation? Es ist ja gerade unglaublich viel los. Es gibt unglaublich viele Sachen zu entscheiden. Es ist ja einfach viel. Wie machst du das, dass du da quasi on track bleibst und damit gut umgehen kannst? Es ist sehr schwierig, aber mein Leben hat mich so geformt, dass ich sage, es gibt keinen Zurück. Wenn ich versuche, zurückzugehen, der Druck ist einfach so hoch. Und ich weiß, ich gehe die Dinge immer so vor, egal wie schwer das ist, es hat ein Ende. Und dann fängt man dann, der Berg, sagen wir, hoch oder runtergehen, auf Deutsch gesagt. Und das ist dann mein Motto, wo ich sage, du musst noch fleißiger sein und kämpf dagegen, du schaffst das. Wahnsinn. Was würdest du den anderen Menschen mit an die Hand geben wollen, die gerade mit dem Gedanken spielen, sich selbstständig zu machen? Ich finde, was man macht, sollte man gerne machen, sehr gerne machen und das gut machen, weil andere zahlen davor und erwarten. Und man muss einfach dabei bleiben, man muss sehr hartnäckig sein, ehrgeizig sein und einfach machen. Das funktioniert. Das kann ich nur unterschreiben. Ich freue mich schon drauf, dich in Lüneburg zu besuchen und Gast zu sein. Das wird, glaube ich, richtig, richtig cool. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Danke. Ich freue mich auch, euch allen als Gast bei mir zu haben. Vielen Dank.